liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen hier in IQ's Kitchen. Heute steht wieder ein neues Rezept für euch an und zwar werde ich einen leckeren Auflauf zubereiten und die Zutaten, die ich verarbeite, die zeige ich euch jetzt. Wir werden mit Brokkoli arbeiten, obwohl man natürlich jedes x-beliebige Gemüse nehmen kann. Dann haben wir hier eine halbe Zwiebel, Knoblauch gehört für mich irgendwie immer dazu. Und zwar werde ich das hier mit dem Rinder-Tatar anbraten. Ich habe ganz bewusst Tatar genommen, eher ein bisschen Low-Fat. Aber ich werde euch auch gleich zeigen, wie ihr daraus eine schöne Mahlzeit für die Anabole-Diät zum Beispiel zaubern könnt. Dann habe ich hier etwas fettreduzierten Reibekäse, zwei Eier. Ich werde ein ganzes nehmen und ein Ei klar. Eine Frühlingszwiebel und ein bisschen frische Petersilie. Würzen werde ich das Ganze basic mit Salz und Pfeffer, obwohl auch hier natürlich jeder das Ganze so würzen kann, wie er möchte. Wie man also sehen kann, wird das Ganze heute eher ein Low-Carb-Gericht. Natürlich könnt ihr da auch ein paar Kartoffelwürfel mit reinmachen in den Auflauf oder Reis, aber ich werde das ganz bewusst mal Low-Carb halten für die ganzen ketogenen Freunde da draußen mit einem etwas höheren Fettanteil. Ihr könnt ihr natürlich noch weiter steigern, indem ihr normalen Käse nehmt, indem ihr zwei Volleier nutzt und statt dem Tatar einfach normales Hackfleisch. Ich rate euch aber da auf die Qualität zu achten. Gerade Bio-Eier haben ein etwas hochwertigeres Nährwertprofil, auch was den Fettsäureanteil betrifft. Genauso bei dem Hackfleisch. Also einfach das mein Tipp. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das zubereite. Geht super fix und als ersten Schritt werde ich den Ofen schon mal auf 180 Grad vorheizen. So, als ersten Schritt werden wir uns um das Rindfleisch kümmern und dazu werde ich das erstmal anbraten. So, die Pfanne erhitze ich schon mal und werde jetzt einfach die Zwiebel und den Knoblauch klein schneiden in kleine Würfel und auch schon mal die Petersilie klein hacken. Ich werde ungefähr einen Teelöffel nehmen, also nicht einen ganzen Esslöffel voll machen. So, Pfanne ist heiß und rein damit. So, und jetzt geben wir erstmal Zwiebeln und Knoblauch dazu. Ja, dass das schön Farbe annimmt. So, und was ich jetzt noch nebenbei mache, ein ganzes Ei und ein Ei klar. Ein bisschen Salz. Wenig Pfeffer, also ganz basic, und ich stelle es jetzt schon mal aus und zur Seite. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Eier. Also zu den Eiern gebe ich jetzt erstmal die frische Petersilie und ich werde auch hier jetzt die Frühlingszwiebel klein schneiden. Ich werde aber nur den oberen Teil nehmen, also quasi das Grünzeug. Das gebe ich hier mit rein. Nehme ungefähr zwei Hände voll Brokkoli jetzt. Das ist quasi das Ei mit dem Rest der Masse. Alles hier rein. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch das Hackfleisch mit rein. Ja, alles hier in die Schüssel einfach mit reingeben. So, und jetzt einfach grob miteinander vermengen. Das kommt jetzt hier in die Auflaufform rein. Und zu guter Letzt machen wir jetzt noch ein bisschen Käse drauf. Ich habe das jetzt abgewogen, das sind ca. 25 Gramm. Könnt natürlich auch mehr nehmen, wie gesagt, wie viele Makros, Kalorien ihr noch offen habt. So sieht das jetzt aus. Und das schiebe ich jetzt in den Ofen. Und wir sehen uns gleich wieder. Das Ganze hat 13 Minuten gedauert, länger war es tatsächlich nicht im Ofen. So sieht das Ergebnis aus. Die Nährwerte blende ich euch unten ein. Hat 400 Kalorien, 50 Gramm Protein, eine ganze Menge, gerade mal 9 Gramm Kohlenhydrate und wir kommen auf ungefähr 20 Gramm Fett. Und wir haben hier wirklich nur mit, ich sag jetzt mal, Leitprodukten gearbeitet plus dem mageren Rindertatar. Ihr könnt das an eure Wünsche, Bedürfnisse entsprechend anpassen. Ja, ich werde mir das jetzt schmecken lassen, hier direkt aus der Schüssel raus. Denke ich ganz gut, wenn man einfach mal ein Low-Carb-Gericht zaubern will, mit sehr, sehr einfachen Zutaten. Ja, viel Spaß beim Nachmachen, Sportsfreunde. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein!